Kommissar Riffler von news.de, Herr Lauterbach, im März behaupteten Sie, dass das RKI unabhängig von politischen Weisungen gearbeitet habe. Ich habe das auch mal auf Band. Das RKI hat unabhängig von politischer Weisung gearbeitet. Und im März haben Sie dann nochmal auf X betont, Medien spekulieren, RKI habe auf politische Weisung nicht wissenschaftlich unabhängig gearbeitet. Das ist falsch. Aus den RKI-Protokollen geht aber jetzt das Gegenteil hervor. Da steht zum Beispiel drin, Zitat, Reduzierung des Risikos von Frage. Wir brauchen kein Co-Referat. Ja, es gehört zu meiner Frage. In dem RKI-Protokoll steht drin, Reduzierung des Risikos von sehr hoch auf hoch wurde vom BMG abgelehnt. Und auch gegenüber dem CSU-Abgeordneten Pilsinger gab es eine Antwort vom Ehrenministerium, wo sie zugeben, dass sie gemeinsam mit dem RKI ihr Haus entschieden haben, die Risikobewertung Ende Februar 2022 beizubehalten. Deswegen, Herr Minister, warum belügen Sie das Land? Frau Riffler, wir würden die Frage ans Ende stellen. Erstmal die anderen Themen, die hier zu direkt sind, es sei denn, der Minister möchte sofort antworten. Kann direkt antworten. Also natürlich haben wir mit dem RKI fachlich immer weiter diskutiert auf allen Ebenen. Das habe ich ja nie bestritten. Nichtsdestotrotz, Sie haben also von einer Weisung gesprochen. Eine Weisung hat es in dem Sinne nicht gegeben, sondern wir haben auf fachlicher Ebene miteinander diskutiert. Und wie hätte es auch anders sein können? Also wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Haus und im RKI zum Teil anders bewertet werden, dann muss man nochmal also gemeinsam sich zusammensetzen und kommt dann zu einem gemeinsamen Ergebnis. So war es auch hier. Kurze Nachfrage, wenn Sie erlauben, Herr Minister, dazu. In dem RKI-Protokoll steht ja zum Beispiel Sätze wie politisch nicht gewünscht. Das klingt ja schon gewissermaßen, wie, als hätte es da eine Weisung im Moment. Und ich möchte Sie bitte fragen, wenn Sie nicht lügen, wer lügt dann? Es hat niemand gelogen und ich kann jetzt also einzelne Passagen aus den Protokollen nicht diskutieren. Aber der normalste Vorgang der Welt in einer Behörde, für die wir fachlich also zuständig sind in der Aufsicht, ist, dass wir den jeweiligen wissenschaftlichen Stand beurteilen und dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und es war damals auch so, hier ganz konkret zum Beispiel im Februar 2022, da waren Herr Wieler und ich zuerst der Meinung, dass man also die Risikostufe herunterstufen sollte. Das war unsere gemeinsame Einsicht. Dann haben wir aber lange miteinander diskutiert. Im Haus ist das dann zum Teil anders bewertet worden. Ich habe meine Meinung auch fachlich geändert. Und dann sind wir zu einem gemeinsamen anderen Ergebnis gekommen, haben uns dann gemeinsam entschieden, und das übrigens auch öffentlich vorgetragen, das noch ein paar Wochen zu schieben und haben es danach gemeinsam dann heruntergestuft. Also somit niemand hat gelogen, aber einen Konflikt zu konstruieren, dass jede fachliche Einmischung des Ministers oder des Ministeriums eine Weisung wäre, ist nicht richtig. Das wäre nicht redlich von Ihnen. Vielen Dank. Karl Lauterbach weist die Lüge zurück, redet sich weiter raus mit wedelnden Händen. Der Gesundheitsminister beteuert, er habe keinen Einfluss genommen, obwohl die RKI-Protokolle klar zeigen, doch. Lauterbach hat die Corona-Experten politisch beeinflusst, hat eingegriffen, Anweisungen gegeben. Nun verpasst auch das Verwaltungsgericht Osnabrück Lauterbach eine Klatsche. Vernahm RKI-Präsident Professor Schade als Zeugen, stellt die Unabhängigkeit des RKI in Frage. Die Pflegeimpfpflicht könnte verfassungswidrig sein. Das ganze Land wartet auf das Eingeständnis. Pfleger, Ärzte, sie alle wurden gezwungen, sich zu impfen. Wer nicht mitmachte, verlor seinen Job. Aber natürlich kann Lauterbach nicht zugeben, dass er lügt, sonst müsste er zurücktreten. Gesetze müssten neu bewertet werden, plötzlich müsste es eine große Corona-Aufarbeitung geben. Verständlich, dass da ein Pressesprecher kritische Fragen nur ungern zulassen wollte. Doch die Uhr tickt, immer mehr kommt ans Licht und Karl Lauterbach wird sich seiner Verantwortung stellen müssen.